Salam alaikum. Salam alaikum. Milhouse sieht wirklich gut aus. Kontaktlinsen, ein bisschen Farbe im Gesicht und einen coolen neuen Spruch. Salam alaikum. Ja, das ist Bashir, mein neuer Freund. Bart hat das vergessen, Sir. Sir? So viel Respekt zeigt ein amerikanisches Kind nur, wenn man es stundenlang wirkt. Bart hat mir verschwiegen, dass sein Bruder so ein gut aussehender Teenager ist. eigentlich bin ich 38. Damit meinen Sie wohl Ihre Hosengröße. Ah. Oh. Hey, Karl, weißt du, in welcher Richtung Mekka liegt? Warum fragst du nicht Homer? Der neue Freund von seinem Sohn hat ihm das bestimmt schon beigebracht. Hey, Bashir ist klasse. Wenn Woody Allen Mariah Carey heiraten würde, würde es nicht halten, aber sie hätten genauso ein Kind wie ihn. Die Lage ist ernst. Dieser Bashir ist ein Moslem und deswegen führt er was im Schilde. Das glaube ich erst, wenn eine fiktive Fernsehproduktion deine Ansichten unterstützt. Hm? Zum letzten Mal, Fayette. Wo hast du das Nervengas versteckt? Unter dem Rock von eurer Freiheitsstatue. Und es hat dir Spaß gemacht. Oh mein Gott, was soll ich tun? Wenn du Bashir und seinen Krieg gegen amerikanische Prinzipien aufhalten willst, diskriminiere ihn, gib ihm keine Wohnung und keine Arbeit. Ja, sehr patriotisch, aber ich habe eine bessere Idee. Lad sie zu euch ein. Abendessen, kleiner Nachtisch und dann holst du Jack Bauer-mäßig alle Geheimnisse aus ihnen raus. Ich denke, ich habe keine andere Wahl. Es ist wirklich sehr liberal von dir, die muslimische Familie von Barts muslimischem Freund einzuladen. Hier ist mein Plan. Du bringst sie zum Reden und ich werde zuhören und mir im Stillen mein Urteil bilden. Die Türglocke wird dir sagen, wenn sie da sind. Also, wie haben Sie zwei sich kennengelernt? Während wir an der Jordanischen Universität für Wissenschaft und Technik studiert haben. Oh, interessant. Erst neulich habe ich zufällig gelesen, dass man Wissenschaft dazu verwendet, Bomben zu bauen. Und jetzt wirf den Köder aus. Wie wär's, wenn ich uns den Nachtisch hole? Ich habe uns einen Kuchen gebacken. Wollen Sie ihn vielleicht anschneiden? Sieh dir das an, Lenny. Jetzt nicht! Ich hab Seife in den Augen! Nein, danke. Was haben Sie denn? Mögen Sie den Geschmack von Freiheit nicht? Hey, du kannst doch nicht vor meinen neuen Freunden Angst haben, nur weil sie eine andere Kultur und Religion haben und ihr Nachname Bin Laden ist. Wenn du keinen Respekt vor deinem Vater hast, respektierst du uns nicht. Ich mag, wie ihr Italiener denkt. Schnauze halten, alter Mann! Ich glaube, es wird Zeit für uns zu gehen. Mhm. Ja, geht ruhig und ruiniert einen perfekten Abend. Du erteilst Bart eine furchtbare Lektion in Intoleranz. Tut mir leid, es ist nur so einfach und lustig, Leute aufgrund ihrer Religion zu verurteilen. Ich erwarte, dass du sofort zu ihnen fährst und dich bei ihnen entschuldigst. Aber wir sind doch das mächtigste Land für die nächsten paar Jahre. Okay, ich werde mich entschuldigen. Bap, 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 bap. Nicht essen, Liebling, das ist vergiftet.